Weil in erster Linie mache ich das alles aus Spaß. Hast du da nicht aufgepasst? Du lebst von der Hand im Mund sozusagen. Ganz wenige Ausnahmen gibt es. Ganz wenige Ausnahmen. Sondern liegt es einfach nicht in meinem Naturell. Ich will mich einfach nicht um andere Leute kümmern. Habe ich einfach gar keinen Bock drauf. Und ich sehe das ja bei meinen Bekannten und Freunden, die dann ständig bimmelt, da der WhatsApp und Telefon und so weiter, mit den blödesten Fragen, die dreimal hintereinander und dann solche Sprachnachrichten, weißt du, zehnmal neu angesetzt, das ist gruselig. Und dann kriegen die noch, hättest du mir sagen müssen, dass das so nicht funktioniert und so weiter, kriegst du auch eine Verantwortung, die Schuld daran, dass es bei dem nicht läuft. Und nein, jedenfalls... Ich versuche denen immer zu erklären, das ist dieser Kiyosaki-Gedanke. Ich habe mit 18 meine ersten zwei, drei Bücher gelesen und eines davon war Kiyosaki, Robert Kiyosaki, Richard Pudet. Und darin beschreibt er ja, und da wurde mir das dann so langsam bewusst, was der Unterschied ist zwischen einem Stundenlohn und einem Investment. Ja? Also natürlich, du kannst dann zwei, drei Stunden die so ein Coaching machen, hast du 10.000, 15.000 Euro Honorar eingenommen und das ist ja auch schön. Aber du hast deine Zeit in denjenigen investiert. In ihn und in sein Unternehmen hast du deine Zeit investiert, hast dafür dann einmalig einen Stundenlohn bekommen. Du lebst von der Hand im Mund sozusagen, wie so ein Zahnarzt. Mal wenn der da rumkrackelt, dann verdient er Geld. Und, oder ein Bauarbeiter oder wie auch immer. Nicht? Aber ein Unternehmer macht es ja anders. Ein Unternehmer geht hin, sagt, ich investiere diese Stunde jetzt in mein Unternehmen oder diese zwei oder drei Stunden in mein Unternehmen, Markenaufbau, neues Projekt erfinden, Kooperation anbahnen, irgendetwas, was dem Unternehmen langfristig dann einen Profit oder einen Benefit beschert. Nein, ich bin niemand, der sich den Tag bis auf die letzte Minute vollstopft, weil ich auch nicht glaube, dass das irgendwie effektiv ist. Weil in erster Linie mache ich das alles aus Spaß. Das ja. Klingt jetzt ein bisschen blöd, weiß ich, aber ich mache das alles nur aus Spaß. Und jetzt hat man meine Wertvorstellung rausgehört. Ja. Und alles, was mir keinen Spaß macht, das mache ich auch nicht. Ja. Dafür habe ich mittlerweile zwei Dutzend Mitarbeiter eingestellt, die Dinge tun, die ich entweder nicht kann oder nicht den ganzen Tag machen will. Ja. Und das funktioniert auch sehr gut. Und von daher habe ich den ganzen Tag Zeit für Dinge, in denen ich sehr gut bin und die ich auch sehr gerne mag. Mhm. Und von daher, ja, aber du hast schon recht, also es wurde mir schon öfter gesagt, dass ich extrem viel Kapazität habe. Ja. Also Reinhold Messner hat mir mal gesagt, wenn Sie tun, was Sie lieben, dann können Sie nicht ausbrennen, dann gibt Ihnen das Energie zurück. Ja, wie bei Kindern. Ja, Sie erreichen nie den Nullpunkt oder irgendwas. Ja. Und so ist es bei mir auch. Ich habe den ganzen Tag Energie, ich habe den ganzen Tag Spaß und ich kann auch am Tag mit 100 verschiedenen Menschen zu tun haben, ohne dass es mich irgendwie belastet oder irgend sowas ähnliches. Aber jedenfalls... die erzählen mir das dann, dass das irgendwie so nicht funktioniert, wie ich mir das denke. Dann denke ich mir so, also ich bin jetzt tatsächlich seit über 15 Jahren, seit 15,5 Jahren selbstständig. Und gebe jedes Jahr meine Steuererklärungen, mehrere, ab und verdiene mein Geld und habe hier Mitarbeiter beschäftigt, ein paar Hände voll und habe hier ein Firmengebäude und da draußen hängt ein Schild von mir, das ist Meter mal irgendwie 2,50, keine Ahnung, groß. Irgendwie habe ich da scheinbar irgendwas habe ich da hingekriegt. Also das, ne, gibt erfolgreichere Leute als mich, aber es gibt auch weniger erfolgreiche Leute. Also und ich bin damit sehr happy. Ich fühle mich damit sehr, sehr glücklich und habe da einen wahnsinnigen Spaß dran. Also von daher ist das, ich finde das so, ich meine, es ist belustigend. Ne? Wie gesagt, ich kann es nicht ernst nehmen, wenn irgendwelche Schlaumeier mir durch ihre Brille sagen wollen, was ich alles nicht richtig mache. Ja, also, hör nicht auf andere. Das habe ich in meinem Buch Ego geschrieben.
Gute Egoisten nehmen keine Ratschläge von anderen an. Ich glaube, es war ja Henry Ford oder irgendjemand, der ursprünglich gesagt hat, Denken ist die schwierigste Aufgabe, deswegen machen das so wenige. Kann auch Goethe gewesen sein, diese beiden verwechsel ich irgendwie oft. Aber das ist natürlich eine Wahrheit, der ich immer wieder begegne, wo Menschen mir total dumme Fragen stellen, wo ich sage, sag mal, hast du denn noch nie irgendwie ein Buch gelesen oder wenn doch, hast du da nicht aufgepasst? Weil all die Fragen, die die Leute haben, stehen immer in bedeutenden Büchern festgehalten und auch beantwortet. Und das ist ein Plädoyer, was ich immer halte. Leute, lest doch die ganzen Bücher, die da draußen für teilweise 10 oder 20 Euro verkauft werden. Das ist Weltliteratur von Menschen, die haben ein ganzes Leben lang geleidet dafür, dass sie dann solche Antworten in so ein Buch schreiben konnten. Ja. Also warum nimmst du das Angebot nicht an? Warum fragst du dich immer noch mit dummen Fragen durchs Leben und kommst nirgendwo an? Ja. Und das ist ein Plädoyer, was ich halte. Lest diese Bücher bitte. Ja.